Willkommen Leute zu diesem neuen Daily Shop Video. Heute am Wochenende. Und wenn ihr Bock habt, dass ich weitermache, einfach Auto lassen, Like und ja. Was sagen, geht's denn so los? Also, als erstes immer noch wie gestern die Führer aus dem Wikinger Pack. Ganz geil. Kann man auf jeden Fall machen. Und hier ist das Schild. Ist so dreieckige Form. Dann der männliche. Der Jäger. Ist auch ganz nice. Kannst du auf jeden Fall machen. Vor allem der Säbelzahntiger auf der Schulter. Und hier ist, das Schild von ihm ist rund. Dann die Streitaxt. Ist auch ganz nice. Kannst du auf jeden Fall holen. Ja, kann ich nicht so viel sagen eigentlich dazu. Ist ganz nice. Und als letztes. Hier muss man sagen, ist so ganz Standardgleiter, aber es wurde wirklich alles ersetzt. Also ist schon wert, den zu holen. Heute ist der Flytrap Skin drin. Noch. Sieht nach meinem Geschmack nicht so geil aus und ja, dann Reben, die war eine der seltensten Spitzhacken. Nein, die müssen wir wieder reinbringen. Ach, das tut weh. Und Venusflieger. Im rechtsseitigen Shop ist als erstes Spitzhacker. Kannst du auf jeden Fall auch holen. War auch schön, weil ich mit dem Shop war auch sehr selten. Oh, naja. Als nächstes der Chrome Skin. Die Chrome Skins waren sehr einfach auch nicht so wirklich mein Style. Würde ich mir auch nicht so unbedingt holen, weil ich feiere es einfach nicht. Jetzt der neue Tanz. Brr, ja, moin. Übelst geil Tanz und ich würde mir holen. Ich würde mir holen. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier. Für euch jetzt ein Creator. Stevie. Stevie, Sir 109 ergeben. Zack. Boom. So. Ist ein übelst korrekter Typ. Könnt gerne mal auf YouTube eben vorbeischauen. Stevie 209. Und ja. Als nächstes die immer noch die 10 Battle Pass Stände für 600 V-Bucks. Die letzte Season haben sie 900 gekostet, also übelst runtergesetzt. Ja. Als nächstes Simultanzeichen. Ist halt übelster Fun-Emote. Kannst auch gerne mal so nach einem Win machen halt. Kannst auch schön Leute abfacken damit. Und ja. Und als letztes im Slot ist Nachtlicht. Ist ein ganz nicer Skin, habe ich dann auf jeden Fall geholt, wo es erstmal rauskam. Ja, 800 V-Bucks ist auf jeden Fall preis, also kaufenswert. Ja. Wenn es euch gefallen hat, das könnt ihr gerne Abo, Like da lassen und alles. Ich würde sagen, das war's mit dem Daily Show Video. Ich würde sagen, ciao.